So, mit diesem schönen Ausblick begrüße ich euch zurück. Ja, ich finde, die Gegend hier sieht auch schön aus. Aber das habe ich ja schon vom Ende des letzten Mals gesagt. Oh, und hier ist Zunderschwamm. Den sacken wir doch gleich mal ein, auch wenn es nur einer ist. Also Kräuter und Bleichmohn können wir da lassen. Kapitän Diebrack. Achso, dem können wir ja die Dingsies geben. Piraten im Leben, wenn wir welche finden sollten. Aber jetzt wollen wir erst einmal. Ich denke mal, dass wir hier durch wollen. Weil hier haben wir alles erkundet, also wollen wir erstmal hier durch. Jupp. Und dann gehen wir wieder in Richtung Osten erstmal lang und versuchen den Steinkreis zu finden. Wo ja angeblich der Gehilfe von dem Zauberer verschwunden sein soll. Oh, hier ist ja der Steg vom Zollturm. Werden wir uns erstmal hier umgucken. Da sind wir ja gleich bei der alten Anlegestelle. Dort vorne ist der Ausgangspunkt der Schatzkarte. Schatzsuche wurde aktualisiert. Mal gucken. Okay, die Schatzkarte, die gehen wir nach und nach durch. Aber erst einmal steht hier ein sehr offensichtlich versteckter Schatz, den wir uns aneignen können, wenn Koano ihn öffnet. Dann gucken wir mal da hinein. Dukaten. Na? Helles Pferdocker für Vorgrim. Zielwasser. Alkohol, Bleichmondsamen, Ja. Pastillen gegen Erschöpfung und starker Schnaps. Ziemlich viel, Ja. was Ei. Vorgrims Herz höher schlagen lässt, und Ziehwasser für Feieres. Na gut. Also die Treppe hoch und dann zwischen Turm und Tanne war das erste, was in der Kartenbeschreibung stand. Und da spawnen Riesenhirschkäfer. Einfach aus dem Nichts. Okay. Na? Die sollte man wohl doch nicht so Was? auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn Thorgrim bereits einen weggeschossen hat. Ja, war ihr. Aber Kuano hat schon eine Wunde davon getragen. Genau wie Feieres. Ja. Feieres hat schon mal zwei Wunden davon getragen. Na, der Schlag war jetzt. Ein Schuss in den Ofen. Okay. Ei. Achtung. Ausdauer hat Ferris genug, also kann sie es mit einem Scharfschutzschuss probieren. Der hat sogar gut geholfen. Ja. Und kann Vorgrim mal von der Wunde befreien, während ich sie von ihren beiden Wunden befreie. Na? So, das war eine nicht ganz so nette Überraschung, aber gut. Mal kurz einen Quick Save machen. Und ein Questbuch weiterschreiben. Weiterlesen. Schreiben. Gehen die gleiche Richtung noch einmal so viel weiter, wie es von der Treppe zu Turm und Tanne war.
Wende dich nach links und geh zwischen den Felsen hindurch zur anderen großen Tanne. War hier nicht irgendwo der Zollturm angeblich? Ja, genau, hier. Hier zwischen Turm und Tanne soll man durchgehen. Hier geht's aber gar nicht durch. Also denke ich mal, sie meinen hier durch. Und wie war das dann nochmal? Nach links wenden zur nächsten Tanne. Das müsste dann hier sein. In Richtung der verdammt vielen Wölfe. Okay, und dann wie weiter? Gehe zwischen den Felsen durch zur anderen großen Tanne. Ach, das ist ja gar keine Tanne. Also sind die Felsen wohl die hier gemeint. An den vielen Wildschweinen vorbei. Die wir aber eigentlich locker schaffen sollten. Ja. Was? So. Eins ist schon mal weg. Was? Weiche! Was? Angriff! Vor allem ordentlich draufhauen, jawohl. Ja? Und die kann Feiris ja mal. Ihre Habe entledigen, während ich Quano heile. Ei. Oder besser gesagt seine Wunde versorge. Gut. Das war falsch. So wollte ich das doch. So. Und da ist der Eingang zur Schatzhöhle. Bei so vielen Wölfen. Na gut. Die sind eigentlich einfacher als die Wildschweine. Ja. Wenn man sie nicht zu sehr auf die leichte Schulter nimmt. Aber gegen die dürfte jetzt mal der Befreiungsschlag helfen. Ja, er hat sogar getroffen. Ah, Feiris sollte mal Vorgrim heilen. Der uns aus den Latschen kippt. So. Und dann kann Feiris auch gleich mal die Wölfe kurz ausplündern. Wird gemacht. Die Musik passt gerade gar nicht zum Setting. Also es ist nämlich so eine Art Geheimnis-Rätsellös-Musik oder wie man sie auch immer nennen möchte. Dieses düm 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 düm. Ich mach das schon. Wird gemacht. Wir kriegen aber sehr viel schönes Wolfsfell. Na gut. Dann wollen wir mal nach einem Quicksave uns in die Schatzhöhle begeben. Finde den Schatz. Ja. Jetzt muss ich den Schatz finden. Wow. Fledermäuse. Viele Fledermäuse. Naja. Ja.
Und noch eine Fledermaus. Oh Gott, Morphus. Fledermäuse steht hier auf der Karte. Super. Hier stößt sich eine Rückenhaare auf. Willst du doch nicht etwas spuken? Doch, hier spukt es. Da läuft ein Geist entlang. Und da kommen noch mehr Morphus. Aber Morphus sind zum Glück recht harmlos. Diese weichen Nacktschnecken oder wie sie heißen. Die schneckenähnlichen Morphos werden bis zu 4 Schritt lang und können aus ihrem warzenartigen Muskelzentren giftigen Hornsplitter verschießen. Man findet die langsam schleimigen Tiere in Wasser und an sumpfigen Gebieten, wo sie von Schiffen eingeschleppt wurden. Naja. Okay, sie schaffen es aber trotzdem immer noch Quanu zu töten fast. So, dann kann Fyris uns ja mal die Morphus-Stacheln rausholen. Genau. Wird gemacht. Das ist nämlich perfekte Munition für mich. Also für meinen Brenweer. Wird gemacht. Jupp, Morphus-Stacheln. Mehr als genug. Dann können wir ja jetzt weitergehen und diesem Geist folgen. Wo auch immer der hingelaufen ist. Wer bist du? Du kommst zu spät. Viel zu spät. Okay, da haben wir ja den Geist. Und er redet zum Glück mit uns. Erst einmal, vielleicht können wir ja friedlich bleiben, aber gucken wir mal. Und mal gucken, zu was ich zu spät komme. Ah, sind wir auch mal höflich. Ich bin Brenweer und dieser Schatzkarte hier gefolgt. Ich war ein Eilingson. Halt meinen Namen in Erinnerung. Wenigstens du sollst mich erinnern. Glücklosen Schatz war. Okay, dann gibt es hier wohl keinen Schatz. Zu spät und glücklos? Es hat schon jemand den Schatz gefunden? Ja. Das klingt gar nicht gut. Eine blonde Frau. Ja, ich bin jetzt nicht drauf gekommen, aber mein Bueno hier ist es, die Kartenhändlerin. Aber warum bist du verdammt etwa durch den Diebstahl? Einst gehörte ich zu Eilefs Mannschaft. Wir hatten sagenhafte Schätze der Hochelfen an Bord, als ich ermordet. Ah, welche Niederlage. Welche Schande. Schreckliches. Gistkrone, eines Schiff. Sie sank. Der Flusswater nahm sich alle Schätze. Sie sind gefährlich. Zu gefährlich für die Welt da draußen. Also hat wohl der Flusswater ihn verflucht, weil er die Schätze behalten Doch, wollte. Was ans Ufer kam, war seinem Zugriff entzogen. So muss ich wachen. Seinem Auftrag. Bis sie in seine Ordnung zurückgegangen können. Warum hat er sie nicht einfach in den Fluss geworfen? Ja, okay, also ich soll die Artefakte finden und den Flussvater zurückgeben, dann bist du befreit. Wir sind ein Geode und wir helfen natürlich. Der Flussvater wird sich erkenntlich sein. Reich belohnen wird er dich. Bitte, hilf mir. Bei dem Wort Reich melden sich unsere Zwergeninstinkte, also ja. Nur habe ich keine Schatzkarte mehr. Welcher Geist? Wo kann ich den finden? In einem versteckten Ort, wo Elfen einen Baum bewohnen. Dort ist ein Sumpf mit Ruinen am Fluss.
wieder zu den Elfen. Muss das sein? Na gut, aber wir werden das tun. Weil wir so freundlich sind. Aber vorher werfen wir mal einen Blick in die alte Kiste.